Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich wollte gerade eben Project Evolution sagen, aber nee, wir spielen ja hier Zelda. Ja, wir sind hier wieder in Ocarina of Time. Wir sind hier an einem kleinen Bossraum. An den erinnere ich mich noch, da habe ich schon einen Kristall rausgezogen, mit dem wir den ganz leicht besiegen können. Die Tür ist hier zu. Ja, da ist er schon, der Gegner. Der schwarze Voto-LP. Besiege deine schwarze Seele. Ja, das war das. Man kann ihn nicht auf normale Weise besiegen. Nur mit dieser kleinen Spezialattacke. Ist zwar langweilig, aber der einzige Weg, ihn gescheit zu besiegen. Versuchen mit Schwertangriffe, aber die blockt er zu 90% und springt nur auf uns auf. Ich hab keinen Mana mehr, Scheiße. Haben wir sonst noch was, wo wir den besiegen könnten? Sehr viel magische Essenz. Fortsetzen hier. Och nö, das ist ja so ein ekliger Weg. Ich werde mal hier kurz einen Cut machen, bis ich wieder dort bin, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe uns ein paar Tränke besorgt, dass wir genug Mana haben für den Kampf. Mana-Leist ist voll, heißt, der sollte jetzt kein Problem sein. Kurzes Gemetzel, ohne viel zu sterben. Thank you.
Es ist zwar jetzt ein sehr einseitiger Kampf, aber Hauptsache wir kommen da mal vorbei. Und bleib mal stehen. Jetzt trinken wir den Trank, für wieder das Mana haben oder Energie. Und weiter geht's. Geht doch. Halbe Stunde habe ich da rumgemacht und bin außerhalb rumgelaufen, habe die Tränke zusammengesammelt. Für so einen 2 Minuten Bosskampf. Und was ist da jetzt drin? Wusste ich doch, dass es einen größeren Fanghaken gibt. Das dahin. Das ist doch der Stein. Oder muss ich hier davor stehen? Ist doch ein Witz. Musste ich einfach nur nicht draufstehen. Utop, sei vorsichtig, lass dich nicht von den Strudel erfassen. Ah, die Strudel. Seid ihr? Warum bugge ich denn jetzt hier fest? Oder rutscht er hier runter? Ich guck mir das mal an, was da jetzt passiert. Oder auch nicht. Ich will da nicht so blind reinschwimmen. Komm, lass mich da hinten hin. Oh. Jetzt eine kleine Fee. Heißt, ich muss jetzt da hin. Kann ich das so machen? Ja, hier rutsche ich nicht, das ist doch schon mal schön. Da ist eh Sackgasse und...
Schlüssel. Heißt, wir hätten eh hier lang gemüsst. Ach, da waren wir doch schon mal. Ach, krank, wie lang der Enterhaken jetzt ist. Ich muss mich ganz außen hinstellen. Und jetzt abfangen. Nein, gut. Dann halt so. Und Stiefel an. Hier müssten wir rein können, wenn ich es richtig weiß. Ich glaube, hier bin ich schon falsch. Nee, das ist der lange Gang, oder? Das ist der lange Gang, da waren wir schon. Komm, bis ich da hochgezielt habe, bin ich schneller hochgesprungen. Da muss ich rein. Ja. Das ist der Raum, wo mein Enterhaken noch nicht gereicht hatte. Von da kommen Steine. Richtig stark. Okay, ich bin oben. Schnell durch die Tür. Hab ich mich erschreckt von dem Geräusch. Was sind das denn? Ein Elektromanta. Zerstör ihn, bevor er dich erreicht. Moment, ich will da mal raus. So. Müsste ja alles clean sein.
Ah, hier darf ich wieder was wegsprengen. In welche Richtung muss eigentlich das Ding? Ach, da unten muss es hin, okay. Also doch in meine Richtung ziehen, statt wegschieben. Was haben wir hier drüben drin? Bomben, 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 Bomben. Hier eigentlich auch aufsprengbar sein. Ja, ist aufsprengbar. Papalapalapala. Und wieder rüber. Ah, geht doch. Skulltulle, yippie-yay-yay, Schweinebacke. Aus. Ich brauche da einen Schlüssel. Gibt's so nicht. Ich muss nochmal zurückgehen und ganz vorne nach dem Schlüssel suchen. Ich hab
glaube ich, auch eine Ahnung, wo einer ist. Oder besser gesagt, ich vermute, wo einer ist. Ganz nach oben. Ach komm. Geht doch. Und war schlimm, dass der Controller so macht, was er will. Ob ich jetzt hier auch so hoch kommen könnte. Ja, ich muss das Wasser eins höher machen. So, lieber Controller. Dann gucken wir auch mal jetzt gleich, was da oben sich verbirgt. Nix. Okay, nur die Spinne. So, jetzt hier um die Ecke war das gleich. Genau hier. Das. Alles klar, durch geschlossene Gitter durchgepackt. Töte
Komm, ich schieb dich noch der Ordnungshalber ganz rein. Das war dann hierhin. Das hier. Och, ernsthaft. Wasser wieder ganz hoch machen. Ist das wieder auf ein Level, das ist schön. Jetzt können wir wieder ganz nach unten gehen. In den Raum, von dem wir von vorhin herkamen. Das war, wenn ich es richtig weiß, nein, Hütte. Hier? Nein, auch nicht. Darum können wir das Wasser ausmachen, dann war es hier. Darf ich mir den gleichen Spaß nochmal antun? Hier lang. Oh, du Scheiße, jetzt habe ich mich erschreckt. Oh, du Scheiße. Da geht einem die Pumpe, ey. So, da sind wir an dem Punkt von vorhin, wo wir hier reingegangen sind. Jetzt können wir hier unten auch was machen. Ja.
Schönes. Ernsthaften Schlüssel holen für einen Master Key. Und noch eine Fee. Okay, dann war es das für die heutige Folge. Ich werde hier speichern, mal kurz neu starten, dass ich wieder am Eingang des Tempels bin. Oder zurücklaufen habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.